Ach, also ich rede vielleicht ein bisschen schnell, aber ich bin ja doch ganz begeistert, weil ich bin sozusagen in diesen mentalen Ebenen, kommt man dann selbst rein. Wir kommen zum zweiten Himmel. Sechste mentale Ebene der astralen Welt. Und wenn ich jetzt astral sage, müsste ich nur sagen, der Manas Rupa, die wir in unserem Mentalkörper erleben, meine Lieben. Mentalkörper, der ja am Astralen anliegt. Und das ist der feinstoffliche, jetzt passt auf, nachtodliche Wohnort von allen, sagen wir mal, Toten und Lebendigen, deren Astralkörper sind auch auf der Ebene. Und nicht denken. Ja, ich rede von Ebenen, in denen wir jetzt sind, wenn wir sogar schon im physischen Körper sind. Also wir bereiten uns jetzt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, sagt Jesus in der Bibel. Ich habe vorbereitet. Und genau das ist es. Wir bereiten uns jetzt vor. Und wir wohnen da bereits schon, in unseren anderen Wegeln. Und wir schaffen uns jetzt schon die Wohnung, die dort dann sein wird. Jetzt kommen wir zur sechsten Mentalebene. Also, das ist der zweite Himmel. Und da sind also die Verehrer, ja, soll ich sagen, eines persönlichen Gottes. Also, Krishna, Vishnu, Shiva, meine Lieben, was man denkt, erzeugt ein Mentalgebilde und das existiert dann. Und wenn man natürlich sich mit Krishna, unter Krishna immer was vorstellt, eine Form, ist diese Form auf der Mentalebene. Und Leute, die meditieren, sehen das und sagen, da ist er, ja, da ist er. Aber es ist auch nur eine vergängliche Gedankenform. Manas Rupa, eine Thoughtform, eine Gedankenform. Ja? So, die sehen genau das, was sie eben zu Lebzeiten in Krishna, Vishnu und Shiva sehen wollten. Was ist jetzt mit den christlichen und jüdischen Religionen? Ja, die findet man hier auch, wenn einer in der Kirche die Mutter Maria sich ansieht oder Jesus am Kreuz oder Jesus, wie er geht, und stellt sich das immer vor. Ja, dann sieht er ihn plötzlich. Er sieht seine eigenen Gedankenform, seine eigene Illusion, die übrigens genährt werden von anderen. Wenn Millionen von Menschen einer Gedankenform anhängen, dann benutzen die mentale Materie, um diese Form zu formen. Dann nimmt die ein Leben an in der Mentalwelt. Das ist aber eine menschgemachte Sache. Darf man nicht vergessen. Ja? So. Natürlich muss man aufpassen, meine Lieben, wenn jetzt jemand im Namen der Religion Verbrechen begangen hat, oder die gewalttätigen Religionsfanatiker, die haben wir nicht hier. Die schmoren wiederum auf einer der unteren Höllenebenen. Jetzt kommen wir zur fünften mentalen Ebene, dritter Himmel. Da sind auch die Aktiven, etwas höher, etwas mehr nach innen. Meine Lieben, wenn ich sage höher, meine ich mehr nach innen. Und je mehr nach innen wir kommen, umso mehr bewusstseinsmäßig auch raus. Das ist eben kein Widerspruch, sondern eine energetische Realität. So, die glauben nicht nur an ihren Gott, sondern die tun auch etwas. Das sind also zum Beispiel auch jene, die, sagen wir mal, irgendwo in ferne Länder gehen und anderen Menschen helfen, im Namen ihres Christus, okay. Wenn sie natürlich den Fehler machen, wie unsere meisten Missionare oder viele von früher, da hingehen und die Leute verderben auch noch, ja, das ist was anderes. Die landen wieder runter. Das muss auch so sein. Das geht doch gar nicht anders. Wenn Fortsetzung folgt, stimmt, und Karma und Reinkarnation, kannst du wiederholen, kann ein böser Mensch nicht im Himmel landen und ein schlechter in der Hölle und ein guter in der Hölle oder so. Weil es aber, meine Lieben, keine nur guten, keine nur schlechten Menschen gibt. Darum gibt es Menschen, die zunächst mal durch eine Höllenebene kommen müssen und dann Devachan. Ihr kennt das Lied. Devachan, oh Devachan, oh Devachan, you are heaven to me. Ja, die landen dann dort. Jetzt, mal sehen, was ist eigentlich mit Philosophen, Wissenschaftlern und Künstlern, die aber, und jetzt kommt's, nicht so egoistisch oder fanatisch das nur verbreiten wollen, um sich selbst hervorzuheben und als Gurus dazustehen oder als Heilige oder so. Das ist der Himmel der selbstlosen Menschen, die aber philosophisch, wissenschaftlich und künstlerisch tätig sind. Versteht ihr? Die, soll ich das sagen? Es gibt Menschen auf der Schlagerebene, die sagen, ich will eines Tages ganz berühmt werden und dann will ich Schlager und so machen. Das hatte ich am Anfang gesagt. Ich war nicht selbstlos.
So, dann habe ich das gemacht, habe ich gemerkt, sag mal, das ist eigentlich hindert dich das an wirklich künstlerischer Arbeit. Habe ich das fallen lassen. Habe natürlich dann auch gewisse physische Dinge fallen lassen und mich um physische Dinge nicht gekümmert, sondern nur um kreative Sachen. Das ist dann auch nicht ganz gut. Also, in den Himmel der Selbstlosen, das ist die vierte Mentalebene. So, wie viel bleiben noch? Ja, drei, sind ja sieben. Sieben Höllen, sieben Himmel. Der fünfte Himmel ist das jetzt. Dritte Mentalebene. Das ist reines Bewusstsein. Chit. Chit. Ananda. Ja, das ist die Heimat des sogenannten Kausalkörpers. Höhere Selbst. Der hat auch eine Form. Aber, passt mal auf, mein Lieben. Verglichen mit diesen imaginären, illusorischen Denkformen auf den niederen Ebenen ist diese Form real. Höchste Seligkeit, bewusst und unbewusst, abhängig vom Grad der Entwicklung. Meine Lieben, in der Seelenatmenmeditation, wenn ihr alles loslasst, wenn du nicht mehr Männlein bist, nicht Weiblein, nicht dies, nicht das, und selbst das Denken gib es auf in der Meditation. Dann kommst du zur intuitiven Ebene und bewegst dich immer mehr auf die Gottheit, zu dem Zentralpunkt allen Seins. Kommst du über die, dem fünften Himmel, dritte mentale Ebene. Da haben wir etwa, 60 Milliarden Monaden, kann man sagen. Die gehen auf Erden zur Schule. Das ist natürlich auch, sagen wir mal, farblich gesehen und so ist das gigantisch. Es wird hier beschrieben, ich will da nicht in Einzelheiten gehen, aber das ist wie ein wundervoller Himmel in der Abenddämmerung, aber zehnmal intensiver. Meine Lieben, das ist eine ganz wichtige Sache. Astralfarben sind viel intensiver als physische Farben. Denk mal an Van Gogh. Warum war der so erfolgreich? Das war, man sagt, der wäre verrückt gewesen. Das war ein im Astralen Bewusster. Der hat die Auren der Blumen gesehen. Die Auren. Und hat das gemalt. Und deshalb hat das etwas Übersinnliches. Der hat Astralsicht. Große Künstler haben Astralsicht. Was ist mit Picasso? Es gibt eine Ebene des Abstrakten, mein Lieben, des Abstrakten. Da war er mit verbunden. Deshalb hat er in der Astralebene, sehen wir zum Beispiel eine Uhr. Alle Teile der Uhr nebeneinander. Könnte man jetzt mal als Beispiel so sagen. So hat er auch gemalt zum Teil. Alle haben gesagt, was ist denn das? Der malt ja flache Gesichter. Aber das war ein Mensch, ein Genie, der auf dieser Ebene durch Karma und Arbeit und Reinkarnation verbunden war. Jetzt kommen wir zum sechsten Himmel. Bis gleich.